Elch. Autor: D. Seltsam Kenzi. Die Filmbilder wurden in Alaska gedreht. Der Elch, Alces alces, altertümlich poetisch auch Elen, ist der größte heute vorkommende Hirsch. Sein Lebensraum erstreckt sich über Eurasien und Nordamerika. Der Elch wird von der IUCN als nicht gefährdet eingestuft. Der weibliche Elch heißt Elkin oder Elchkuh, der männliche wird Elchhirsch, auch Schaufler bzw. Stangenelch, Stangler, genannt. Jungtiere heißen Elch, Kälber. Der Name Elch geht auf das griechische Wort eckige Klammer auf Alk eckige Klammer zu, Abwehr, Hilfe, Stärke, Kraft, zurück, dessen Wurzel, Alk, von indogermanisch Stern H2 Elk / Stern H2 Lek, etwas abwenden, verteidigen, abstammt. Eckige Klammer auf ein eckige Klammer zu eckige Klammer auf zwei eckige Klammer zu. Elchbulle mit ausgeprägtem Kinnbart und Schaufelgeweih. Elchkuh. Elchkälbern fehlt die Fleckung, wie sie bei vielen anderen Hirscharten vorkommt. Der Elch hat eine Kopfrumpflänge bis 3 Meter, eine maximale Schulterhöhe von 2,30 Meter. Er wiegt bis 800 Kilogramm. Eckige Klammer auf dreieckige Klammer zu. Die Körpergröße und das Gewicht sind allerdings je nach Unterart, Lebensraum und Lebensbedingungen unterschiedlich. Bei Elken, die in den 1950er Jahren am Oberlauf des Petschora im nördlichen, europäischen Teil Russlands geschossen wurden, erreichten männliche Tiere maximal ein Gewicht von 518 Kilogramm. Elchkühe wogen maximale 423 Kilogramm. Eckige Klammer auf Stern 1 eckige Klammer zu Elchhirsche sind ab dem dritten Lebensjahr durchschnittlich schwerer als die Weibchen. Die Widerristhöhe der Elke aus der Petschora-Teige betrug maximal 190 cm. Charakteristisch für Elke ist der relativ kurze massive Rumpf und die im Verhältnis dazu langen Beine. Der Brustkorb ist bei adulten Elken stark entwickelt und die Schulterpartei muskulös. Die Wirbelsäule weist im Brustbereich Dornfortsätze auf. Dort setzen die Muskeln und Bänder an, mit denen er das Gewicht des Geweihs trägt. Dadurch entsteht der erhöhte Widerrist, der typische Elchbuckel, der mit langen, abstehenden Haaren bedeckt ist. Der schwächer ausgebildete hintere Teil des Rumpfes fällt nach hinten ab. Eckige Klammer auf Stern 2 eckige Klammer zu. Der mit Haaren bedeckte Schwanz ist mit 8 bis 10 cm eher kurz und erreicht nur ein Drittel der Länge der Ohren. Er liegt dicht am Körper an und tritt kaum aus dem Fell hervor. Ein auffälliger Geschlechtsdimorphismus besteht bezogen auf den Körperbau nicht. Elchkühe sind lediglich etwas leichter, der Widerrist tritt nicht so stark in Erscheinung und die Schulterpartei ist etwas schwächer bemuskelt. Die Ohren sind breit, länglich oval und laufen an den Enden etwas spitz zu. Die Augen sind im Verhältnis zum Kopf sehr klein. Die Augenfarbe ist dunkel. Die Voraugendrüse, die sich bei allen Hirschen findet, ist beim Elch verhältnismäßig klein. Charakteristisch für den Elch ist die breite und überhängende Oberlippe. Sie verleiht dem Gesichtsprofil eine gekrümmte Linie. Bei beiden Geschlechtern findet sich ein Kinnbart, der am größten bei Elken zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr ist. Er ist dann durchschnittlich 20 bis 25 cm lang. Einzelne Individuen weisen aber auch einen deutlich längeren Kinnbart auf. Bei älteren Elken kann dieser Kinnbart fast verschwunden sein. Eckige Klammer auf Stern 3 eckige Klammer zu. Je nach Alter und Geschlecht beträgt die Beinlänge bei europäischen Elken 90 bis 110 cm, bei Alaska-Elken sind die Beine etwa 10 cm länger. Die Vorder- und Hinterhandgelenke sind sehr beweglich, was den Elken in unebenem Gelände eine sehr schnelle Fortbewegung ermöglicht. Die langen Beine machen sie für den Aufenthalt in Sümpfen und Mooren besonders geeignet. Elke besitzen an Vorder- und Hinterbeinen Zwischenklauendrüsen, mit denen sie Duftspuren legen. Elke sind Paarhufer und haben somit gespaltene Hufe. Ein Huf besteht jeweils aus den zwei Hauptklauen oder Schalen und einer Afterklaue. Die Hauptklauen sind bis zu 18 cm lang,
laufen spitz aus und sind insbesondere an der Vorderseite hart und scharfkantig. Die vorderen Hufe sind etwas größer und breiter als die Hintern. Eine Besonderheit ist die sogenannte Schwimmhaut, eine Verbindungshaut zwischen den großen Schallen. Man findet sie nur beim Elch, keine andere Hirschart weist diese Eigenart auf. Die Hufe sind immer etwas gespreizt, auf weichem Grund gehen sie besonders weit auseinander, dabei spannt sich die Schwimmhaut und vermindert das Einsinken im Schnee oder moorastigem Boden. Bei weit gespreizten Hufen übernehmen auch die Afterklauen eine Stützfunktion. Eckige Klammer auf Stern, viereckige Klammer zu. Das Haar ist grob und hart. Die längsten Haare finden sich am Widerrist. Die durchschnittliche Länge der Haare beträgt an dieser Stelle 16 bis 18 cm, kann aber bei einzelnen Individuen auch eine Länge von 24 bis 25 cm erreichen. Eckige Klammer auf Stern, fünfeckige Klammer zu. Sie stehen sehr dicht, sind etwas nach hinten gerichtet und unterstreichen die für Elke charakteristische buckelige Gestalt. Die Nackenhaare sind etwas kürzer als die Haare am Widerrist und bilden eine kurze Mähne. Am Kopf und an den Beinen sind die Haare sehr kurz. Bei Elken kontrastieren grau-weiße Läufe mit dem dunklen Rumpf. Die Fellfarbe von Rumpf, den oberen Teilen der Läufe, dem Hals und dem Kopf variiert individuell zwischen rotbraun und schwarzbraun. Sie ist am dunkelsten im Sommer, wenn Elke die letzten Reste ihres Winterhaares verloren haben, und am hellsten zu Ende des Winters, wenn sich die dunklen Haarspitzen der Winterhaare abgenutzt und die hellen Basalabschnitte der Winterhaare durchschimmern. Eckige Klammer auf Stern, sechseckige Klammer zu. Der Beginn des Haarwechsels vom Winter ins Sommerfell ist abhängig vom jeweiligen Verbreitungsgebiet. In Mittelrussland beginnt er im April und dauert bis Juli. Eckige Klammer auf Stern, sechseckige Klammer zu. Abweichend von vielen anderen Hirschen fehlt beim Elch der Spiegel am Rumpfende. Der Spiegel hat bei vielen Hirscharten eine Sozialfunktion und hilft beispielsweise dem Kalb, der Mutter zu folgen. Bei den Elken übernehmen die grau-weißen Läufe diese Signalfunktion. Die Läufe sind ab etwa der Mitte des Unterschenkels bzw. des Unterarms grau-weiß bis fast rein-weiß mit einem silbrigen Schimmer und kontrastieren stark mit dem dunklen Rumpf. Sie sind gut sichtbar, wenn Elke sich im Halbdunkel des Waldes bewegen, bei dem sich der dunkle Rumpf nur wenig vom Hintergrund abhebt. Eckige Klammer auf Stern, siebeneckige Klammer zu. Frisch geborene Elchkälber weisen keine Fleckung auf, wie sie für die Jungtiere vieler Hirscharten charakteristisch ist. Sie sind einschließlich der Läufe dunkelbraun bis rötlichbraun. Einzelne Individuen weisen gelegentlich auf dem Hinterhals und dem Rücken einen Aalstrich auf. Eckige Klammer auf Stern, achteckige Klammer zu. Elchhirsch. Die männlichen Tiere zeichnen sich durch ein Geweih mit einer maximalen Spannweite von 2 Metern aus. Besonders große Schaufelgeweihe weisen die Alaska-Elke auf. Schaufelgeweihe der europäischen Unterart bleiben etwas kleiner und haben eine Spannweite von bis zu 1,35 Meter und wiegen bis zu 20 Kilogramm. Eckige Klammer auf Stern, 9-eckige Klammer zu. Das Geweih wird jedes Jahr im Zeitraum Januar bis Februar abgeworfen. Es ist in Größe und Gestalt sehr veränderlich und kann aus verzweigten Stangen oder aus breiten, flächigen Schaufeln sowie einer Mischung dieser zwei Typen bestehen. In der Regel weist es eine horizontal zum Schädel stehende Stange und eine breite, abgeflachte Schaufel auf, deren Fläche seitwärts und etwas nach hinten gerichtet ist. An der Schaufel sitzen Fortsätze, die nach vorn außen und nach hinten gerichtet sind. Eckige Klammer auf Stern, 10-eckige Klammer zu. Junge Elchhirsche entwickeln in ihrem zweiten Lebensjahr erstmals einen kurzen